Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wiederholungs-Let's Play. Erstmal den Sound wieder entstellen. Müsste in Ordnung sein. Okay. So, ja. Wie ihr ja bereits auch durch das letzte Wimmelbild, ich glaube, Alchemy Mysteries, habt ihr mitgekriegt, dass ich jetzt die älteren Spiele nochmal neu spiele, wo halt der Sound nicht in Ordnung war oder Parts gefehlt haben und. Also wo alles halt nicht in Ordnung war und die aber halt keine Zeit in Anspruch nehmen. Also das ist halt so als Nebenher. So manchmal auch für spätabends, wenn ich dann halt, wie jetzt auf Gothic oder Beyond Two Souls, bin ich ja gerade wieder dabei, keine Lust mehr habe. Und diese Folgen kommen dann halt auch irgendwann. Sie haben keinen festen Zeitplan. Und von daher, ja, war es auch soweit mit dem Vorgeplänkel. Und ich, achso, wir müssen erstmal wieder raus. Wir haben das Spiel ja noch nicht gespielt. Deswegen, also wir haben schon gespielt, ja, aber ich will es halt nochmal neu starten. Und dann müssen wir das Profil löschen und dann erstellen wir halt nochmal kurz das hier. Und dann passt das. Spielen. Wieder der Hoffnung. Und ja. Ich bin auch schwer. Passt das? My dearest friend, please come to my office so I can explain everything. Bring the medallion I sent you. I'm in great danger. Please hurry. And remember what I taught you. Professor Gordon Child. Ja, was ist hier geschehen? Hoffentlich geht es Professor Schalt gut. Wir benötigen keine Einführung. Ja, Tutorial wirklich überspringen. Ich habe jetzt schon so viele Wimmelbildspiele in meinem Leben gespielt. Oder zumindest in den letzten 4 Jahren. Da brauchen wir keine Einführung mehr. Das lassen wir mal schön. Wir gucken uns als erstes dieses Büchlein hier an. Und das ist unser Tagebuch tatsächlich. Wie viel müsste ich denn da jetzt schon lesen? Ach, nicht viel. Okay. Während seiner Forschungsarbeit stieß Professor Child auf Manuskripte des Ordens von Canon Rock aus dem 17. Jahrhundert. Sie beweisen, dass Arthur Rosen, der Gründer des Ordens, den legendären Stein der Weisen erschaffen hatte. Rosen wusste, dass der Stein gefährlich ist, wenn er in die falschen Hände fällt, und hat ihn deshalb versteckt. Gemäß den Manuskripten ist das Medaillon der Schlüssel zum Versteck des Steins der Weisen. Nur was Rosen fürchtete, war bereits geschehen. Ein Verrückter kam auf die Insel. Hunderte Menschen starben durch seine Hand, einschließlich des Großmeisters des Ordens. Dieser Eindringling lässt sich durch nichts aufhalten, um diese unsagbar mächtigen Steine zu bekommen. So. Erst dieser seltsame Brief, dann ein mysteriöses Medaillon und nun Professor Scheiß persönliches Tagebuch und ein durchwühltes Büro. Seine letzten Eindringlinge klingen sehr beunruhigend. Was geht hier vor sich? Worin hat er mich hineingezogen? Ich muss ihn finden. Hoffentlich geht es ihm gut. Gornschalt, Professor für frühe Mystik. Cromwell Road 63, London. Meine treue Freundin, bitte komm in mein Büro, damit ich alles erklären kann. Bringe das Medaillon mit, das ich dir geschickt habe. Und ich bin in großer Gefahr. Bitte beeile dich. Erinnere dich an das, was ich dir beigebracht habe. Professor Gordon. Okay, sehr mysteriös. Ich sehe da Spinne lang krabbeln. Ich habe das voll verdrängt. Es ist zu dunkel, um dort hinten etwas sehen zu können. Okay.
Hier sind überall Spinnen. Oh nein, die Sicherung fehlt. Ja. Und hier können wir wimmeln. Seltsames Zeichen, silberner Hund, Zigarrenetui. Okay. Seltsames Zeichen. Silberner Hund. Silberner Hund. Und das Zigarrenetui. Weiß ich nicht. Ich nicht. Da. Sicherung König. Also ein König ist da. Der andere ist da. Sicherung ist da. Schädel ist da. Feuer ist da. Den Rest weiß ich selber nicht. Da ist die Rose. Und der Uhrzeiger. Uhrzeiger. Ja. Und wir haben die Sicherung. Schalte alle grünen Lichter an, indem du die Schalter nach oben wächst. Nein. Ach Gottchen, ich hasse sowas. Und da bleibt der wieder. Komm schon. Nein, er muss immer leiden. Und wir haben Licht. Was für ein lieblicher, friedlicher Ort. London und Cannon Rock. Dann oben bei Schottland, ne? Ja. In der Irland ist er oben Schottland. Hier ist der Kugel. Universität Cambridge. Oh, das ist meine Abschlussklasse von der Universität Cambridge. An diesem Tag erinnere ich mich. Bridgemon. Gut, sein der Tag war nicht schön, dann natürlich. Was ist das nur? Und eines der ältesten. Okay. Ah, eine Brechstange. Das Brecheisen ist es. Ja, Entschuldigung. Hier gehört wohl etwas hin. Ja, danke. Ah, oh, nö. Warte. So, und einmal noch. Sehr schön. Fledermäuse. Okay, ab in den Higare.
Geheimraum. Ein Geheimraum? Hat der Professor etwas zu verbergen? Moment mal, ich dachte, dass sein nur ein Mythos von dem Professor im Unterricht erzählte. Der Stein der Weisen. Meine Forschungen deuten alle auf die Wahrheit. Der Stein der Weisen existiert, aber sein Fundort ist nicht bekannt. Gemäß der Prophezeiung kann nur die Auserwählte ihn finden. Es ist das Medaillon der vier Elemente. Es ist, als wäre ich gegen meinen Willen in etwas hineingezogen. Feuer, Luft, Erde, Wasser. Ja. Nach der großen Katastrophe wird die Auserwählte nicht bringen. Okay. Yes. Bachelor! Mensch, also wenn man so schnell den Bachelor kriegt, ne? Das wäre aber echt super. Okay. Genug so redet. Ich hasse es, wenn... Okay. Na. Eine Scheibenhälfte haben wir schon mal. Und kommt ja. Ach, hier können wir auch noch was machen. Kennenrock von Naturkatastrophen heimgesucht. Fährunglück. 79 Vermisste. So viele unschuldige Menschen. Was für eine Tragödie. Anzeiger wird ihnen von einer bösen Macht kontrolliert. Okay. Nehmen wir die gute Scheibe mal. Ich hab's echt vermisst irgendwie. Ich weiß nicht, die allerersten Wimmelbildspiele, die ich gespielt habe, waren echt grottig. Also so jetzt im Vergleich zu anderen. Ich weiß nicht, früher fand ich die gar nicht mehr so schlecht, aber mittlerweile, ich finde die echt grottig. Auch Alchemy Mysteries. Weil ich weiß gar nicht mehr, was ich damals da für eine Kritik abgegeben habe. Es war mein drittes, was ich glaube ich bisher gespielt hatte. Mittlerweile kenne ich bessere, also dürft euch auf bessere Sachen freuen. Falls ihr die anderen Sachen noch nicht kennt. Nimm die Rose und setz sie in das Medaillon ein. Still see me. Good. The medallion has retained some of its power. Use it to find the island of the Order of the Rose. You will find the missing pieces of the medallion and the Philosopher's Stone. You must. If you don't, darkness and despair will swallow the world. Rock erreicht. Ich erinnere mich nur an das Leuchten des Medaillons. Okay, da ist ein Kerl. Nein, halt! Wer bist du? So. Gut, ohne das Zahnrad funktioniert der Mechanismus nicht. Nein! Ich ganz ehrlich, ich frage mich, wie die Leute hier teilweise so leben können, wenn eigentlich alles kaputt ist. Und wie die Dinge genau so kaputt gegangen sind. Wirklich genau so. Die Stromversorgung dieses Kastens wurde gekappt. Natürlich wurde sie das. Was auch sonst. So, hier oben können wir einmal hin. Aber hier ist alles so dunkel. Hier sehen wir nichts. Wir können hier einmal in die Werft.
Hier liegt einmal was. Selbst mit dem richtigen Schlüssel bekomme ich dieses Schloss nicht auf. Ich muss es entfernen. Hier liegt auch was, aber ich komme da nicht hin. Ah, Fischies. Ey! Ich will den Fischen helfen. Lasst mich den Fischen helfen. Vorsicht! Evakuierung. Letzte Fähre um 18 Uhr. Danach wird der Dienst eingestellt. Rettet euch! Unser zuverlässiger Ordensmeister ist tot. Er wurde von jemandem getötet, der mit Gewalt die Macht über unsere Insel ergriff. Vermisst. Okay. Da kommt man aber nicht an. Und ja, auch nicht. Da sitzt irgendwas. Da sitzt ganz viel. Aber überall nicht hin. Boah, eine Riesenspinne, schnell weg da. Bärenfrack. Was denn hier Schönes? Eine Sache haben wir wenigstens mal, die wir mitnehmen können. Die Seerose. Es ist traurig, dass der letzte Hafen der Seerose ausgerechnet an Land ist. 7. September. Das Wetter wird täglich schlimmer. Es ist so gefährlich hier. Ich habe eine schwere Entscheidung getroffen. Ich werde morgen aufbrechen. Ein für alle Mal. Wir können nicht länger auf die warten, die sich immer noch auf der Insel aufhalten. Hoffentlich werden wir diesen Zorn entkommen. Captain Norman Knox. Seerose. 8. September. Endlich. Heute setzen wir Segel. Nur noch wenige Stunden und wir werden frei von Cannon Rock sein. Frei von dieser verrückten Insel. Wir werden zum Festland aufbrechen und nicht zurückblicken. Captain Norman Knox. Seerose. Doch das Logbuch des Kapitäns. Okay. Aber mehr können wir hier auch nicht machen. Aber hier können wir wimmeln. Sehr geil. So. Brief, Foto, Lilie. Hier? Foto? Brief? Brief! Brief? Nein, das ist... Hammer auf Schiff. Brief, ja. Ja. Brief? Brief. Was? Das war doch kein Brief, das war ein Buchstabe. Okay, Leute, die neue Definition von Brief. Brief kann auch nur ein Buchstabe sein. Ey, unglaublich. Muscheln und Perlen. Muscheln. 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 Perlen. Irland Löffel Turm. Irland Löffel. Wo? Ich hab ihn irgendwo hier gesehen gehabt. Er war hier irgendwo. So, da. Buchstabenwalze. Ja, das hier ist eine Buchstabenwalze. Das andere war ein Brief. Das ist doch kein Brief. Das ist eine Buchstabenwalze. Okay. Naja. Was für ein schöner Engel. Woher der Bildhauer wohl seine Inspiration hat. War nur dasselbe. Ein Krebs. Okay, Krebs will ich. Ich weiß nicht, was wir mit diesem Lappen machen sollen. Wir gehen erstmal nach hier hinten. Ich suche den Steinhaube, schiebe die Steine zur Seite. Okay. So. Schlauberger. Uff, boah. Das geht hier nur als Schlauberger. Labyrinth, ja gut. Das bringt uns noch nichts weiter. Ja.
Da wurde gerade jemand umgebracht. Okay, ich mach mal ganz kurz.